Hallo, wie geht's euch? Das ist mein erster Vlog mäßig mit meinem neues Auto zusammen. Ich schau mal, was ich da zusammenbasteln kann. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe geht raus. Ich werde jetzt mal auf Freestyle irgendwas rausbringen. Ich hoffe, ihr freut euch. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und es ist nicht so unangenehm für mich. Bis gleich. Jo, Basti, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Mein Vater wartet dort. Okay, auf den Schrank oder was? Ja. Halt die Kamera auf. Warum kriegst du jetzt nach vorne, während du mich aufgespannt? Ja, mein Vater wartet da. Wir gehen zu kurz Bräuninger. Ich brauche eine Jogginghose, eine neue oder zwei. Eine gescheite, Mann. Die fusseln immer. Keine Ahnung genug. Ich würde gerne weiter meine Klamotten von Taco und so kaufen, weil die fusseln immer. Ich muss die ganze Zeit diese Rolle da benutzen. Und ja, und dann nehmen wir einen Vlog auf. Vlog / mein neues Auto, weil viele kennen das Auto schon. Das ist jetzt nicht so alt. Ja, ich denke, das kann spannend werden. Okay, wir gehen jetzt zu meinem Vater. Jalla, dann schauen wir mal, was im Bräuninger so abgeht. Was machen wir jetzt? Guter Brezel jetzt. Ey, komm mal her mit der Kamera. Kennt ihr das nicht? Bei euch, ich weiß nicht, in Nürnberg, die berühmtesten Brezen. Ich sag's euch so, wie es ist. Sehr, sehr leckere Butterbrezen. Aber erstmal später. Ey, Matzi, was machst du jetzt? Ralph Lauren, schauen. Willst du dir eine Burberry? Ja, aber schau mal, wie den kleinen. Burberry? Burberry, ja, ja. Burberry, auch eine gute Marke, oder? Nur, aber was für Grüßen haben die? Die haben ja nur Kindergrüßen und sowas. Du trägst XL, oder? XL, ja, XL. XXL vielleicht so. Du bist sogar noch besser, ein bisschen lockerer. Shevan, oder? Ralph Lauren, Jogginghose oder sowas. Ja, das ist wieder drüben. Jogginghose. Also die gibt es in XXL, ne? Würdest die auch in XXL geben? Ja, hab ich sogar. Auch? Mhm. Dann behaltest du den Hinterkopf, ich schau kurz da hin. Gerne. Also die beiden, die gibt es in XXL. Was willst du denn ausgeben? 870 Euro. Ja, das ist ja teuer, was. Wie ist denn blau? Ja, zeig mal. Blau ist auch schön, ne? Ja, cool. Also die ist richtig entspannt. Achso, übrigens, das ist mein Vater. Willst du Hallo sagen? Das sind die Leute, die mich finanzieren, wegen denen ich das kaufen kann. Ja, ich bin der Vater. Würde der mich schaut fresh aus, ja. Mit Jeans, du kannst mit die grüne, du kannst mit weißer Hose, ja. Du kannst mit alles. Twitch Prime ist kostenlos. Moncler, oder? Moncler, ja. Boah, die würde die so Baba stehen, ne? Was hast du? Die kostet auch 870 Euro. Wenn du so eine hast, ne? Ja. Das ist 1000-mal besser und wahr als die dicke Mantel. Ja. Die und vielleicht auch die anderen. Ja, ja. 700 Euro. Ich schwöre sie, die will nicht stehen. Geh weg, Alter. Ich kaufe keine Schuhe für 700 Euro. Ich benutze die, um auf der Straße zu laufen, Bruder. So, weißt du, was ich meine? Schuhcheck? Was für Schuhcheck? Bruder, Walla Villa, Bruder, das schoss Bombe aus dem Jacke. Bruder, komplett anders, ja. Aber ich brauch noch eine Rolex für die Jacke, ja. Soll ich die nehmen, oder was? Was kostet die Jacke? 850 Euro. Gottlos, Mann. Holst du, ne? Alarm, Alarm! Alarm! Matzi, was hast du jetzt gekauft? Ich habe mir eine Moncler-Jacke gekauft, ein Ralph Lauren Langarm-Shirt und Ralph Lauren Jogginghose. Okay. So, wie viel ist dein Outfit wert? Der hier gerade. Stimmt. Vielleicht 200 Euro. Matzi, bist du zufrieden? Oder überhaupt nicht, seid ihr ehrlich. Warum? 1000 Euro, oder was? Vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hätte ich nicht so einfach in den dritten Stock gehen können. Ja. So, ohne Krisen. Ich habe da so ein bisschen Krisen bekommen oben, aber ich hätte niemals im dritten Stock so lange bleiben können. Aber jetzt läuft bei dir, ja? Ich habe noch nie mein Leben so viel für Getränke bezahlt. Ne? Wie viel? 8 Euro, Bruder. Für die zwei Sachen, oder? Was ist denn das, Alter? Oh, nee, war so ein Schmutz. Ey, Bro, das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso? Die steht mir doch, Bruder. Wieso kann man so nicht raus oder was? Oh, nee. Ja, ich glaube, die passen schon. Nehmen wir die auch. Bei dir läuft man sie. Sind doch okay, oder? So viel ab und zu mal anziehen. Ja, safe. Ja. Sind auch beliebt, kann man nichts sagen. Matzi, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt zu diesem Ding gehen. Zu diesem Ort, wo Hitler seine Reden gehalten hat. Wo war denn das noch? Kolosseum oder was ist das? Steintribüne, oder? Ja, Steintribüne. Also deine Nähe. Ey, yo, Matzi! Digga, steig bitte ein, Bruder. Ich weiß nicht, ich besorge mir einen neuen Kameramann, Digga. So, wir sitzen hier im M4 Competition in Phoenix Gelb. Geile Farbe. Ich hab das Auto wirklich auch nur teilweise wegen der Farbe gekauft, Bruder. Richtig auffällig. Und ich bin echt positiv überrascht, weil ich wollte als erstes ein C63S holen, zum Spaß. Also als Spaßauto sozusagen, jetzt nicht für die Familie. Wir haben ein Familienauto, Gott sei Dank. Alhamdulillah. Aber ich habe gesehen, sehr, sehr viele, sagen wir mal, von meinem Land kommenden Stämmigen haben auch das Auto, weißt du? Ja, genau. Und das hat mich dann ein bisschen abgekotzt. Und ich wollte was Sportliches, was Lautes. Und der M4 Competition ist genau... Digga, genau jetzt Sirene oder was? Ja, shit. So, jetzt schauen wir mal, was der M4 drauf hat. Yeah.
Grant sei Dank. Ausrufzeichen Grant. Und natürlich hat ihr mir das ermöglicht. Auf jeden Fall empfehle ich komplett, wie viel PS hat er? 450 PS? 450 PS. Und Bruder, der ist so laut, der macht so Spaß. Also ich sage euch ehrlich, so in dieser Preisklasse, ich weiß, was habe ich dafür bezahlt? Knapp 60? 60 Millionen. Knapp 60. Man muss sowas nicht haben, aber es ist geil, sowas zu haben. Hier, zeig mal die Felgen, Bruder. Die gefallen mir so krass, ne? So schmiede die Felgen. Bruder, ich wollte eine Felge davon umtauschen, weil ich habe vorne einen Bordstein dran. Ja. Die wollten einfach 1.500 Euro. Ehrlich, ich hab gesagt, ich wollte 1.500 Euro fast für eine Felge, eine einzige. Ich habe gesagt, scheiß drauf, auf keinen. Wie gesagt, das ist jetzt mein Auto. Ich habe hier noch ein Familienauto, VW Touran, 7-Sitzer. Das ist für die Familie, also das ist so ein bisschen ab und zu mal rausfahren. Ich fahre den jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger, aber ich möchte den jetzt auch nicht die ganze Zeit fahren. Es soll noch Spaß machen, versteht ihr? Ansonsten, ja. Hardest wird schon mal du fickst, Alter, ich fick dich, Alter. Das ist Gold, ne? Das ist Gold, 14 Karat. Das ist wohl blauer Stein. Blauer Stein, das ist jetzt ein Modell. Der blaue Stein schaut schick aus, ne? Hier auch mit einem schönen blauen Stein. Oh, die sind auch schön. Meinst du, die freut sich drüber? Ja, ne? Die wird sich schon freuen. Das Kettchen gibt's nicht, vielleicht ein bisschen dicker oder so? Ich würde sogar die da nehmen. Die ist viel schöner. Doch, die ist viel schöner. Also ich finde die Kette auch schöner. Ja, ja. Patzi? Ja. Was sagst du dazu, dir so eine Kette zu kaufen mit Patzi drin, wo sich dreht? Ja, wahrscheinlich. Okay. Stell dich mal jetzt hin. Habt ihr hier sowas da? So Königskette oder sowas? Nee, nein. Ja, nur aufgeschaut. Ich hab damals. Bruder, ich hab, Schock. Ja, ich hab damals 5 Stück, ich erklär's nochmal. 5 Stück von denen verkauft, um zu zocken. Hab dafür 900 Euro bekommen. Ich weiß, das Ganze da vorne bei Plätter. Und er sagt mir jetzt, das eins davon 1000, wie viel? 1350 Euro. Also. Genau deswegen steige ich auch nicht in Bitcoin und sowas ein, Bruder. Ich verkacke immer. Weiß ich gesagt, wer hat ich verkacke da immer. Wenn du das Geld reinlust, geht's runter. Ja, ey, das ist immer so. Ich habe mit solchen Sachen nie Glück. Katastrophal. Oh, die sind schön, was kostet der? Die glänzen so schön, ne? Der schaut schön aus, ne? Meinst du, die freut sich darüber? Der schaut richtig pervers aus. Also den kannst du mitnehmen. Was für pervers, Bruder? Meinst du das? Mir steht der doch auf, oder? Natürlich würde ich auch eine in deiner Güte. Nee, ist auch schön. Packen wir die ein. Packen wir die ein. Die wird sich freuen, oder? Ja, ich freue mich auch, dass ich hier ein bisschen was zurückgeben kann, auf jeden Fall. Und die kleinste Münze, was kostet die nochmal? 150. Soll ich noch so eine kleine Goldmünze mitnehmen? Ja, ne? Wäre schon. Ja, ja, noch eine kleine Goldmünze. Ja? Ja, auch süß. Das ist so wertanlagemäßig. Das ist wertanlagemäßig. Für die Münze kann man noch was kaufen, ne? Das ist ja so bei der Münze. Das ist jetzt die kleine Münze. Okay. Wenn du einen Anhänger willst, jetzt hat sie eine Kette. Ja. Das heißt, wenn die die mal tragen will, so kann sie sie nicht tragen. Mhm. Dann nimmst du einfach, ich sag mal so, das kommt dazu und dann kannst du sie tragen. Ah, ja. Und das ist auch mit Gold das und ist mit Gold. Ding, das ne? Komplett. Die nehme ich auch. Für meine Frau spare ich. Das spontan. Da habe ich einiges wieder gut. Spontan und immer gut. Da spare ich lieber für mich. So, nein. Falls das meine Frau sieht, ich hoffe, es gibt wieder jeden Abend leckeres Essen. 560 Euro. Also komplett 2000 Euro. So, das ist der Laden. Alias heißt er. Size 95. Hat schön Schmuck drin. Wer hier aus Nürnberg kommt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bruder, ich sag dir ehrlich, das hat mich ein bisschen müde gemacht, so viel Geld auszugeben. Sag ich dir so, wie es ist? Naja, egal. Es ist ja von meiner Frau, Bruder. Und ich liebe sie. Und sie passt immer auf meine Kinder auf, weißt du was ich meine? Die freut sich nicht über solche Sachen eigentlich, aber es kam mir vom Herzen, verstehst du? Und wenn ich die Möglichkeit habe, einmal in meinem Leben was Gutes zu tun und jemanden glücklich so zu machen, dann mache ich das. Auch wenn es nicht mehr läuft und auch wenn ich kein Geld mehr habe, weiß ich, dass ich das gut gemacht habe, meiner Meinung nach. Und das solltet ihr auch machen. Spart nicht an euch und eure Liebsten, denn man lebt nur einmal. Versteht ihr, was ich meine? YOLO? Wie YOLO. Wie ihr seht, das ist mein erster Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, abonniert gerne, lasst ein Like da. Und ja, ich habe richtig Spaß dran. Seitdem ich jetzt ein bisschen rausgehe und so, und nicht immer abzocken und zu Hause die ganze Zeit. Ich genieße das wirklich. Merkt euch eine Sache, im Leben ist nicht immer solche Sachen wichtig oder sonstiges. Zum Beispiel die Moncler-Jacke, die wir heute gekauft haben. das ist einfach, wie sagt man, wie ein Gruppenzwang. Versteht ihr? Also das sind nicht die wichtigsten Sachen im Leben. Die wichtigsten Sachen sind, dass ich gerade mal oben hier, zeig mal die Kulisse, schön am Wasser bin und dass wir auf jeden Fall gemeinsam schöne Zeit haben, dass ich mich anstrenge für coole YouTube-Videos, coole Content für euch. Liebe geht an euch raus, vielen, vielen Dank, ihr habt mir das alles ermöglicht, ihr seid einfach die Besten. Ich wünsche euch das 1 Millionfache, was ihr mir wünscht, wirklich, bei Gott.